Hallo und herzlich willkommen zum vierten Webinar unserer Reihe Babywissen hier auf der Lit Lounge und auf Facebook bei der Huffington Post. Mein Name ist Sonja Gembus, ich bin Lektorin im Kösel Verlag und ich freue mich sehr über unseren Gast heute, Dr. Stefan Nolte. Hallo, schön, dass Sie da sind. Guten Tag, Frau Gembus. Herr Dr. Nolte ist Kinder- und Jugendarzt in eigener Praxis in Marburg. Er war leitender Oberarzt an der Universitätskinderklinik in Marburg und später Prüfarzt in Impfzulassungsstudien. Er hat mehrere Ratgeber für Kindergesundheit und Fachartikel auch geschrieben und zuletzt bei uns dieses Buch Maßvoll Impfen. Schön, er hat fünf Kinder und sieben Enkelkinder. Herr Dr. Nolte, wollen Sie uns kurz sagen, was Sie als Prüfarzt für Impfzulassungsstudien gemacht haben? Was heißt das? Es heißt ja, es ist so, dass neue Medikamente, auch neue Impfstoffe, von unabhängigen Prüfärzten nach einem bestimmten Protokoll geprüft werden. Diese Prüfärzte müssen unabhängig sein und machen es aber im Auftrag einer Firma. Und das hat mir damals sehr tiefe Einblicke in das Prüf- und Impfwesen insgesamt gegeben und war eine sehr wertvolle Erfahrung. Ich mache es jetzt nicht mehr, weil die Interessenskonflikte, die damit verbunden sind, man macht das ja im Auftrag im Grunde einer Firma, auch wenn man unabhängiger Prüfarzt ist. Und man wird natürlich auch dafür honoriert. Und das führt doch zu Interessenskonflikten. Aus dem Grund mache ich das jetzt nicht mehr. Aber es war eine wichtige Erfahrung und hat mich eben doch vieles gelehrt. Unter anderem übrigens haben wir im Rahmen dieser Impfstoffstudien auch zum ersten Mal so eine Art Qualitätsmanagement betrieben, dass man sich zum Beispiel darauf einigt, wann man wohin impft oder wie man Impfstoffe ordnungsgemäß lagert. Das sind alles Dinge, die im Grunde erst durch solche Studiendesigns dann in den Alltag übergegangen sind. Mhm. Spannend. Unser Thema heute ist natürlich Impfen. Genau. Warum ist dieses Thema so heikel? Warum tun sich so viele Eltern schwer, da eine Entscheidung zu treffen? Wobei es eigentlich zwei Fragen sind. Vielleicht fangen wir erstmal mit heikel an. Das ist schon sehr gut nachvollziehbar. Und zwar deswegen, weil wir ja einem gesunden Kind, was uns freundlich anlächelt, zunächst mal eine Körperverletzung zufügen. Wir tun ihm weh. Und das mit Folgen, von denen wir zwar hoffen und glauben, dass der Nutzen dem Schaden überwiegt, aber im Einzelfall wissen wir das nicht so genau. Das heißt, wir wissen nie, ob ein Kind jemals durch diese Erkrankung, gegen die wir impfen wollen, überhaupt gefährdet gewesen wäre im Leben. Und wir wissen auch nie, wie dieses individuelle Kind jetzt auf diese Impfung reagiert. Insofern ist es schon nachvollziehbar, dass man sich da Gedanken zu macht und dass es auch eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe ist. Und ich finde auch, dass Eltern sich mit diesem Thema beschäftigen sollen. Am besten schon vor der Geburt? Oder? Am besten dann, wenn noch Zeit dafür ist. Vor der Geburt macht man sich über vieles Gedanken und man hat eben auch noch die Zeit. Das wissen ja junge Mütter oft nicht, dass in dem Moment, wo das Baby da ist, sie einen Fulltime-Job haben, 24 Stunden am Tag. Und wie man so schön immer sagt, wenn das nicht reicht, nehmen wir die Nacht dazu. Also das heißt, der Betreuungsschlüssel für ein Neugeborenes, der liegt ja so bei 1:1 plus Helfer. Und das macht man sich vor der Geburt noch nicht so klar. Und deswegen ist eigentlich vor der Geburt ein sehr guter Moment, wo man sich belesen kann, wo man sich überlegen kann, wo gehe ich hin. Zum Beispiel auch, zu welchem Kinderärztin, Kinderarzt gehe ich. Die Mütter überlegen sich auch, wo gehe ich hin zum Entbinden. Ich suche mir meine Hebamme. Aber ich finde es ganz wichtig, auch schon mal bei den Kinderärztin, beim Kinderarzt vorbeizukommen oder zumindest anzurufen und sagen, unser Baby kommt dann und dann. Wir wollen schon mal ein bisschen Informationen haben. Das ist sehr nützlich, weil Sie wissen das aus eigener Erfahrung, wenn man mit dem ersten Kind zur ersten Untersuchung zum Kinderarzt geht, man weiß nicht, wo kann man da parken, wo geht's rein. Man hat dann die Tasche unterm Arm, man hat die Fleisch spannt die Brust und das Kind schreit und so weiter. Da kommt schnell Stress auf. Und dann ist es ganz schwer, was in Ruhe zu besprechen. Das ist übrigens auch der Grund, warum ich versuche, immer ein eigenes Impfgespräch in einer ruhigen, entspannten Atmosphäre zu machen und das nicht an so eine Vorsorgeuntersuchung dran kleckere, weil die Eltern oft doch sehr überfordert sind und diese ganzen Untersuchungstermine oft sehr überfrachtet sind. Zum Beispiel bei der Untersuchung mit 4 Wochen bei der U3, da wird ja die Hüfte mit Ultraschall untersucht, da wird Vitamin K gegeben, da wird dies und jenes gemacht, man lernt sich oft zum ersten Mal überhaupt kennen. Da kann man nicht gleich sagen, ja und jetzt impfen wir, dann kommen sie wieder, wenn das Kind 6 Wochen alt ist, dann steht die erste Impfung an. Und deswegen handhabe ich das so, wenn es geht und wenn Eltern das möchten, dass ich zwischen der U3 und der U4, also der Untersuchung zwischen 4 Wochen und 3 Monaten,
nochmal einen Termin anbiete für ein Impfgespräch. Mhm. Und wenn der Papa nicht dabei war beim ersten Mal, dann sage ich und bringe den Papa mit, dann sollten beide einer Meinung sein. Das halte ich auch für sehr wichtig, weil wir leben ja immer wieder mal, dass die Väter zum Beispiel der Ansicht sind, ja unbedingt, unbedingt und die Mütter eher nicht. Mhm. Und dann gibt es eben Diskussionen und die sollen dann aber auch ruhig offen sozusagen mit dem Kinderarzt oder der Kinderärztin besprochen werden. Das sind wahrscheinlich auch einfach unterschiedliche Sorgen oder unterschiedliche... Es gibt immer ganz unterschiedliche Fragen. Und wir sehen ja an den Fragen, die hier heute auch gestellt worden sind, wieso das Spektrum dessen ist, was junge Eltern wissen wollen. Ja, es wurde gerade erwähnt, es wurden schon Fragen gestellt. Ich habe hier schon einen kleinen Packen in der Hand. Falls ihr auch noch Fragen habt zum Thema Impfen, unter uns ist das Eingabefeld, da könnt ihr eure Fragen eingeben, mit oder ohne Namen. Interessant wäre auch hier wieder zu wissen, wie alt das Kind ist. Und genau, wir versuchen alle zu beantworten. Ich weiß nicht, ob wir es schaffen. Wir haben einiges vor uns. Gut, fangen wir an mit der ersten Frage. Imke fragt, muss das Alter und der Abstand im STIKO-Plan streng eingehalten werden oder zahlt die Kasse sonst nicht? Die Zeitvorgaben, die die Ständige Impfkommission in ihren Impfempfehlungen vorgibt, das sind nur approximative, also ungefähre Angaben. An die muss man sich nicht genau halten. Wobei tatsächlich es so ist, wenn man bei manchen Impfungen, wenn die sehr weit außerhalb des Fensters sind, zum Beispiel wenn man ab 2 Jahren erst die Grundimmunisierung machen würde, dann könnte es tatsächlich sein, dass die Krankenkasse das nicht bezahlt, weil diese Ziffern, diese Abrechnungsziffern nur in einem bestimmten Fenster bezahlt werden. Und auch die Impfstoffe sind auch nur in einem bestimmten Fenster zugelassen. Zum Beispiel die Rotavirus-Impfung, die kann man eben nicht viel später anfangen, als es empfohlen ist, weil die danach eben nicht mehr so unbedenklich ist. Und deswegen muss man sich schon so ein kleines bisschen an die Zeitvorgaben halten. Man kann aber schon die Intervalle ja, im Detail ein bisschen strecken. Wenn man die internationalen Impfpläne vergleicht, sieht man, dass die Amerikaner zum Beispiel im 2-Monats-Abstand impfen, also 8 Wochen jeweils zwischen den Impfungen. Bei uns ist es eben 4 Wochen, 4 bis 6 Wochen. Da kommt es aber nicht so genau drauf an. Und wir müssen ja die Termine auch oft schieben, weil irgendwas dazwischen kommt. Krankheit zum Beispiel, oder? Zum Beispiel. Ja. Gut, Julia fragt, mein Sohn ist 6,5 Wochen alt, sodass bald die ersten Impfungen laut STIKO anstehen. Das wären ja 8 auf einmal. Können Sie vielleicht etwas zum Thema individuelle Grundimmunisierung sagen? Ich bin selbst Ärztin, finde aber keine wissenschaftlichen Grundlagen hierzu. Ja, das sind jetzt ganz viele Fragen auf einmal, ja, die da drin stehen. Einmal ist es so, dass wir ja nicht 8 Impfungen auf einmal machen, sondern dass es im Grunde 3 Impfungen wären nach der STIKO-Empfehlung, nämlich eine Schluckimpfung für Rotaviren und 2 Piekser. Einmal mit dem 6-fach-Impfstoff und einmal mit der Pneumokokken-Impfung. Also das sind jetzt nicht 8 Impfungen, die zu einem Datum gemacht werden. Zu dem Thema grundsätzlich Kombinationsimpfstoffe, auch wenn das oft anders gesehen wird, Kombinationsimpfstoffe sind gut. Warum? Man sollte mit möglichst wenig Körperverletzung, möglichst wenig Pieksern, möglichst viel erreichen und vor allen Dingen vermeiden, dass man die Zusatzstoffe und Adjuvantien, die in den Impfstoffen drin sind, eben dadurch vermehrt geben muss, dass man öfter piekst. Wenn ich zum Beispiel Tetanus einzeln impfen würde, was oft die Eltern wünschen, dann hätte ich im Grunde dieselben Belastungen des Organismus mit Fremdstoffen, als wenn ich jetzt einen 5- oder 6-fach-Impfstoff nehme. Und ich hätte vor allen Dingen später den Nachteil, wenn ich etwas anderes nachimpfen möchte, dass da meistens Tetanus mit dabei ist, was dann heißt, dass wir Tetanus sogar überimpfen würden, obwohl wir ja eigentlich sparsam impfen wollen. Also deswegen rate ich davon schon mal grundsätzlich ab, dass man jetzt sagt, nein, wir wollen nur Tetanus impfen. Das ist keine gute Idee. Tetanus, muss man auch in Klammern sagen, ist keine ernsthafte Bedrohung heutzutage. Mhm. Wenn man nicht gerade im Garten in einen rostigen Nagel tritt oder derartige Verletzungen hat, eine Schnittverletzung oder die üblichen Platzwunden, das ist keine Gefahr für Tetanus. Mhm. Außerdem ist bei der Tetanusimpfung noch zu berücksichtigen, dass das keinerlei epidemiologischen Schutz, also Schutzwirkung für andere hat, im Gegensatz zum Beispiel zur Masernimpfung. Die Masern ist hoch ansteckend und ich kann andere Kinder gefährden. Da geht es nicht nur um den individuellen Schutz, sondern auch um den Schutz anderer. Das kann man bei Tetanus zum Beispiel überhaupt nicht sagen. Da ist der epidemiologische Effekt gleich null. Aber man kann Tetanus auch im Akutfall, glaube ich, impfen, oder? Man kann tatsächlich bei einer schwereren Verletzung auch Tetanus noch nachimpfen, zusammen mit einem Immunglobulin, einem Hyperimmunglobulin.
Das wird auch meines Erachtens viel zu viel gemacht. Bei jedem kleinen Schnittwunde, wenn ein Kind ungeimpft ist, dann schlagen in den Notfallambulanzen die Ärzte die Hände über dem Kopf zu sagen, Gottes Willen, das Kind ist ja ungeimpft und hat jetzt eine Verletzung, das ist ja lebensgefährlich. Das ist nicht so. Beruhigend. Aber da waren noch mehr Komponenten dabei bei der Frage. Ja, Grundimmunisierung. Genau. Diese Grundimmunisierung besteht ja aus üblicherweise 6 Komponenten in der 6-fach-Impfung, Tetanus, Diphtherie, Keuchhusten und Polio, Hep und Hepatitis B. Warum wir so früh impfen oder warum die Empfehlung dahin geht, so früh zu impfen, ist nicht wegen Tetanus, Diphtherie und Polio. Tetanus hatte ich schon erwähnt. Diphtherie und Polio ist auch nicht der Grund, so früh zu impfen. Das könnte man wunderbar auch im zweiten Lebensjahr erst impfen. Warum wir so früh impfen, ist hauptsächlich wegen Keuchhusten. Da muss man auch wieder dazu sagen, die Keuchhustenimpfung kommt in jedem Fall zu spät, weil nämlich die größte Gefahr für Keuchhusten in den ersten 2 Lebensmonaten ist, also letztlich durch Erwachsene. Und bis der Impfschutz aufgebaut ist, ist das Kind ein halbes Jahr alt und dann ist zwar Keuchhusten immer noch ziemlich schlimm, aber nicht mehr so lebensgefährlich, sodass eigentlich für mich es keinen Grund gibt, jetzt unbedingt mit 8 Wochen Tetanus gegen Keuchhusten impfen zu müssen. Die anderen beiden Komponenten, das ist eben Haemophilus influenzae und Pneumokokken, das ist ein Grund, warum wir so früh impfen, weil es da gefährliche, sogenannte invasive Infektionen gibt, die aber auch wiederum sehr, sehr selten sind. Und man kann auch viele andere Dinge tun, wenn man jetzt das Kind nicht impfen will, die noch viel wichtiger sind. Zum Beispiel ist in einem Raucherhaushalt das Risiko für Pneumokokkeninfektionen um das 5-fache erhöht gegenüber einem Nichtraucherhaushalt. Und auch schreckliche Ereignisse wie der plötzliche Kindstod sind in Raucherhaushalten überproportional häufig. Das heißt, wenn wir allgemeine Gesundheitsregeln beachten, können wir dem Kind sehr, sehr viel mehr Gutes tun, als wenn wir jetzt ganz frühzeitig schon mit 8 Wochen unbedingt impfen müssen. Auch Stillen gehört ja auch dazu. Das Stillen ist ein wichtiges Argument, vor allen Dingen für die Rotavirusimpfung. Stillen schützt vor allen Dingen gegen Magen-Darm-Infektionen. Das ist die sozusagen augenfälligste Wirkung, die das Stillen hat. Das wissen wir aus armen Ländern. Dass es einfach absolut notwendig ist, dass die Kinder gestillt werden, weil wenn sie nicht gestillt werden, kein sauberes Wasser da ist, keine angemessene Nahrung da ist, sterben die an Durchfallerkrankungen. Das war auch der Grund, warum Durchfallerkrankungen so einen hohen Stellenwert haben mit der Gefahr der Austrocknung. In unseren Breiten und bei gestillten Kindern ist eine Rotavirusimpfung nicht nur nicht nötig, sondern sie geht auch manchmal nicht an, weil ja Stillen gerade schützt vor Rotavirusinfektionen. Und weil das eine Lebendimpfung ist. Das heißt, da werden abgeschwächte Rotaviren gegeben. Und die STIKO empfiehlt, dann soll man halt eine halbe Stunde vorher und nachher nicht stillen. Das halte ich aber für ziemlich bescheuert, ehrlich gesagt, weil die Wirkung der Muttermilch, was jetzt die Abtötung von den Erregern angeht, natürlich viel länger anhält als jetzt eine halbe Stunde vorher und nachher. Insofern kann ich dieses Argument überhaupt nicht nachvollziehen. Die Rotavirusimpfung macht nachgewiesenermaßen weniger Krankenhausaufenthalte, wobei ich die lästerliche Frage immer stelle, wenn Eltern wegen Durchfall ins Krankenhaus gehen und sagen, wir mussten ins Krankenhaus, dann frage ich immer, mussten sie ins Krankenhaus oder sind sie ins Krankenhaus gegangen? Das ist nämlich ein entscheidender Unterschied. Wenn man ins Krankenhaus geht, mit einem Kind, was spuckt und Durchfall hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man da bleibt und da bleiben muss, in Anführungszeichen, relativ groß. Aber die Durchfallerkrankungen lassen sich ganz prima auch ambulant behandeln. Und der volkswirtschaftliche Nutzen der Rotavirusimpfung ist gleich 0 unterm Strich. Das hat auch das IQWiG, das Institut für Wirtschaftlichkeit und Qualität in der Medizin, festgestellt. Und dafür ist es dann doch ein bisschen teuer dafür, dass es ein Nullsummenspiel ist. Ja, und auch die Zusatzstoffe. Es ist ja auch eine Schluckimpfung. Das ist ja auch so eine Sache, dass dem... Es gibt noch ein anderes, ein wichtiges Argument. Eine Rotavirusimpfung kann gelegentlich mal eine Darmeinstülpung, eine Invagination machen. Das ist nun nichts ganz Ungewöhnliches bei Säuglingen, dass ein Magen-Darm-Infekt, und es ist ja ein künstlicher Magen-Darm-Infekt, eine Darmeinstülpung macht. Aber es ist trotzdem was anderes, ob es eben spontan passiert, schicksalshaft, oder ob wir das durch die Impfung provozieren. Und das ist auch der Grund, warum die Rotavirus-Impfung in Frankreich vom Markt genommen worden ist. Tatsächlich. Mhm. In Deutschland übrigens vor 10 Jahren ja auch schon mal. Wir hatten ja schon mal einen Anlauf für eine Rotavirusimpfung, der ist dann vom Markt genommen worden. Also bei einem gestillten Kind, und da war noch eine andere Frage, glaube ich, die sich auch um dieses Thema Rotavirusimpfung
Genau, da drehte. Kommen wir gleich dazu. Genau. Bei einem gestillten Kind halte ich eine Rotavirusimpfung nicht für erforderlich. Mhm. Man kann Durchfallerkrankungen sehr gut behandeln und man muss auch wissen, es gibt viele andere Durchfallerkrankungen, Norovirus, andere Viren. Man muss trotzdem wissen, wie man mit Durchfallerkrankungen umgeht. Und das ist viel wichtiger. Wenn wir die Zeit investieren würden, eine vernünftige Aufklärung über den Umgang mit Durchfallerkrankungen zu machen, dann wäre das sicherlich sehr viel nützlicher, als wenn wir sagen, so jetzt impfen wir und impfen das Kind und erklären den Eltern nicht, was sie machen, wenn das Kind dann trotzdem Durchfall hat. Und das halte ich eben auch für falsch angelegtes Geld. Und das ist ein grundsätzliches Strukturproblem unseres Gesundheitswesens, dass für solche Maßnahmen sehr schnell sehr viel Geld mobilisiert werden kann. Aber wenn man sagt, wir brauchen ein bisschen mehr Information, ein bisschen mehr Aufklärung, dann ist das erstens viel nachhaltiger, aber es macht eben nicht so viel Umsatz. Hm. Und das halte ich für ein Kernproblem unseres Gesundheitswesens. Mhm. Ist es nicht auch bei den Pneumokokken, haben Sie vorhin erwähnt, und HIP ja auch, also Epiglottitis, wenn man das frühzeitig erkennt oder wenn die Eltern wissen, worauf sie achten müssen und dann schnell reagieren, dass man dann auch Schlimmes noch verhindern kann? Oder ist das ja, das ist so auch ein sehr komplexes Thema. Mit den Pneumokokken vorausschicken möchte ich Folgendes. Ich finde es immer ein bisschen gemein, wenn man junge Eltern mit ihrem frischen Neugeborenen, wo es eigentlich darum geht, jetzt Zuversicht auszustrahlen und zu sagen, es ist alles wunderbar, wir kriegen das alles gut hin, das Kind wächst und gedeiht, sie zu verschrecken mit Namen, von denen sie noch nie was gehört haben. Ich weiß nicht, ob man sonst im täglichen Alltag schon mal was von Pneumokokken, Meningokokken, Haemophilus influenza gehört hat oder von Rotaviren. Das heißt, wir betreiben natürlich grundsätzlich, auch wenn wir das nicht wollen, wir wollen ja dagegen schützen, aber wir müssen ja erstmal sagen, wogegen wir überhaupt schützen wollen. Und damit machen wir natürlich erstmal Angst. Und das halte ich für eine sehr schwierige Gratwanderung, auf der einen Seite die Kinder eben wirklich schützen zu wollen, aber auf der anderen Seite nicht Dinge hochbeschwören, die für die meisten Kinder überhaupt nicht zutreffen würden. Und deswegen finde ich das immer so schwierig, wenn man über solche Begriffe wie Pneumokokken redet. Das muss man dann auch sehr differenziert machen, um jetzt eben mal differenziert auf die Pneumokokken-Antwort zu geben. Pneumokokken sind Erreger, der korrekte Name heißt Streptococcus pneumoniae, sind also Streptokokken, die verschiedene Formen der Atemwegsinfektionen und bei Kindern vor allen Dingen sogenannte invasive Infektionen machen können. Also in Anführungszeichen eine Art Blutvergiftung. Der Körper wird also als Ganzes von dem Erreger befallen, weil das Immunsystem nicht damit fertig wird bei jungen Säuglingen. Und von diesen Pneumokokken gibt es 96 Stämme. Wir können gegen eine bestimmte Anzahl von Stämmen impfen, 13 Stämme. Es gibt einen anderen Impfstoff, der bei Erwachsenen benutzt wird, der gegen 23 Stämme ist, der aber nicht so eine gute Immunisierung im Kindesalter macht. Trotzdem bleiben noch ein Haufen Stämme übrig. Das heißt, ich muss im Grunde erstmal erklären, was überhaupt Pneumokokkeninfektionen sind und dann sagen, wir können gegen einen Teil dieser Pneumokokkeninfektion schützen, aber nicht gegen Pneumokokken an sich. Mhm. Erstens gibt es ein sogenanntes Replacement, das heißt, die Stämme, gegen die wir impfen, werden weniger, andere Stämme kommen hinzu. Und wir sind auch in der Falle, weil nämlich, wenn das Kind trotzdem an so etwas erkrankt und, wir haben gesagt, und dann haben wir die Eltern nicht aufgeklärt über das Risiko, dass man trotz der Impfung erkranken kann. Das heißt, wir sind eigentlich immer sozusagen in der juristischen Falle, dass wir nicht alles zu dem Thema gesagt haben. Mhm. Und das ist ja so ein, selbst dieses Buch reicht ja lange nicht hin, um zu erklären die Komplexität des Themas Impfung. Und ich finde es schon ein bisschen eine Zumutung, wenn man erstmal den Eltern sagt, hier, lesen Sie mal das Buch und dann unterhalten wir uns weiter. Mhm. Das ist eigentlich schon nicht zumutbar. Ja. Ich habe die Fragen, die wir schon bekommen haben zum Thema Rotavirus, gefunden. Letje fragt, Annika fragt zu ihrer Tochter Letje, ist es wirklich besser, mein Säugling aufgrund des Wohnorts, beliebte deutsche Nordseeinsel, gegen das Rotavirus zu impfen, da wir keine Kinderakutklinik haben? Das ist die erste Frage. Die zweite Frage, und ist es sinnvoll, die Sechsfachimpfung nach hinten zu schieben, um das Baby zu schonen, so circa mit 12 Monaten? Ja. Gehen wir nochmal genau. Zum Rotaviren hab ich ja schon ein bisschen was gesagt. Also die Tatsache, auf einer der wunderbaren deutschen Inseln zu wohnen, ist nun kein besonders hohes Risiko, eine Rotavirusinfektion an sich zu bekommen. Ja. Das ist schon eher ein Massenproblem. Und wir haben die Rotaviren, die kennt ja im Grunde auch kein Mensch. Wenn man Menschen auf der Straße sagt, hier, bitteschön, Rotavirus, was ist das? Zucken die auch mit den Achseln. Ja. Das Thema ist im Grunde deswegen so hochgekocht, weil durch die Betreuung in Gemeinschaftseinrichtungen solche ansteckenden Durchfallerkrankungen mit einmal natürlich
in hohem Maße die Runde machen, weil viele Kinder auf einen Haufen auch immer viele Krankheiten auf einen Haufen sind. Und da will man natürlich nachgucken, was haben denn die Kinder? Und dann findet man eben zum Beispiel ein Virus, was Rotavirus heißt. Oder man findet ein Virus, was Norovirus heißt. Und dann ist das mit einmal in aller Munde, obwohl es im Grunde nichts anderes ist als die ganz normale, zu Deutsch gesagt, Scheißerei, die Babys halt kriegen. Und die Rückfrage, die ich jetzt hätte, wäre die, ob das Kind voll gestillt ist. Wenn das Kind voll gestillt ist, habe ich schon gesagt, würde ich die Rotavirus-Impfung nicht empfehlen. Wenn das Kind künstlich ernährt wird, sehr viele andere Kinder drumherum sind und die Mutter eben Angst hat vor solchen Infektionen, dann kann man gegen Rotavirus natürlich auch impfen. Aber aus dieser geschilderten Situation würde ich jetzt keine Indikation ableiten. Wobei ich noch dazu sagen möchte, dass eigentlich solche Fernberatungen nicht so richtig statthaft sind. Also ich darf zwar grundsätzlich was sagen zum Thema Impfungen, aber ich kann im Grunde keine individuelle Beratung für eine spezielle Person machen. Das ist nicht erlaubt, standesrechtlich, weil ich den Patienten ja gar nicht kenne. Mhm. Ich habe das Kind ja nicht gesehen, ich habe die Mutter nicht gesehen. Insofern kann ich nur ein bisschen, muss ich mich auf Allgemeinplätze zurückziehen. Mhm. Was ich gerade noch im Fall von Letje sehe, sie ist 10 Wochen alt, da hat sich ja die Rotavirus-Impfung eigentlich eh schon erledigt, oder? Ja. Die muss man mit 6 Wochen oder? Machen. Genau, weil es ja aber eine man könnte von es gerade noch machen, aber geht noch? Man muss, ja. Die andere Frage war aber die nach dem Zeitpunkt der Sechsfachimpfung. Genau, nach hinten schieben, um das Baby zu schonen, so circa mit 12 Monaten. Ich bin der Ansicht, dass man sehr wohl die Impfung nach hinten schieben kann und sollte, und zwar aus 2 Gründen. Erstens, dieses Argument, möglichst früh zu impfen, habe ich vorhin schon gesagt, kann man so ein bisschen aushebeln. Das ist nicht so ganz richtig nachvollziehbar. Und man muss bedenken, dass je kleiner das Kind ist, umso größer ist auch die Belastung pro Kilo, also pro Kilo Lebendgewicht, an diesen Zusatzstoffen, die ja wirklich uns schon Sorgen machen. Die Adjuvantien, die Zusatzstoffe, die Konservierungsmittel sind nach wie vor eine Unbekannte bei den Impfstoffen. Man spricht auch von dem kleinen, schmutzigen Geheimnis der Impfung, dem Dirty Little Secret, weil man tatsächlich noch nicht mal weiß, wie die genau funktionieren. Man weiß nur, wir brauchen die. Wenn wir das nicht machen, wenn wir nur das Antigen spritzen würden, dann würde der Organismus darauf nicht reagieren, würde er nicht immunisieren. Das heißt, wir brauchen eine Form von Adjuvans, von einem Hilfsstoff, damit der Körper diese Antigene auch als sozusagen notwendigerweise zu immunisieren erkennt. Und das ist ja auch der Grund, warum ich vorhin schon sagte, es ist immer gut, wenn man das schon so macht, dass man dann möglichst viele Dinge mit reinpackt, damit man eben die Gesamtmenge an solchen Adjuvantien und Zusatzstoffen möglichst gering hält. Das heißt also, das war das erste Argument für eine spätere Impfung. Das zweite Argument ist, dass man dann auch auf jeden Fall ein reduziertes Impfschema verwenden kann. Üblicherweise werden, wenn man die Kinder mit 8 Wochen impft, die Kinder 3-mal geimpft, im Abstand von 6 bis 8 Wochen. Wenn man etwas später impft, kann man mit 2 Impfungen und einer Auffrischimpfung gut auskommen. Das wird in vielen Ländern so gemacht. Das ist jetzt keine esoterische Empfehlung von irgendeinem Spinner, sondern das ist in Frankreich üblich, in Österreich üblich und in den skandinavischen Ländern wird es schon immer so gemacht. Die haben nie 3-mal geimpft und 1-mal aufgefrischt. Mhm. Warum kam es überhaupt zu diesem Impfschema, was ja auch sonst sehr ungewöhnlich ist? Weil normalerweise, wenn Sie Impfungen so kennen, irgendwas sind immer 2 Impfungen im Abstand von 6 Wochen und dann eine 3. Boosterimpfung nennt man das ein 1/2 Jahr später. In dem Fall war es aber so, dass wir früher einen sehr schlechten Keuchhustenimpfstoff hatten, den sogenannten Ganzkeimimpfstoff. Der war sehr gefürchtet, weil es sozusagen kleingemanschte Erreger waren. Man wusste damals nicht, was so richtig wirklich jetzt zur Immunisierung gegen Keuchhusten dient und hat gedacht, gut, dann nimmt man den ganzen Erreger, macht den klein, matscht den in so eine Soße sozusagen. Und da waren dann ungefähr 3000 Antigene oder noch mehr Sachen drin. Und das führte dann dazu, dass die Impfung erstens schlecht gewirkt hat, aber zweitens auch schlecht verträglich war. Und das hat dann diese Impfung sehr in Verruf gebracht. Und dass diese Impfung, dieser damals schlechte Impfstoff, ist die Grundlage dafür, dass heute noch 3-mal geimpft wird. Und das ist eigentlich überhaupt nicht mehr nachvollziehbar. Obwohl wir jetzt einen anderen Impfstoff haben. Weil wir schon längst einen antigendefinierten Impfstoff haben, also nicht mehr diesen Ganzkeimimpfstoff, sondern den sogenannten azellulären Impfstoff. Und das muss man auch immer wissen, wenn Großeltern zum Beispiel jetzt sagen, ja, Keuchhustenimpfung, das ist aber ganz gefährlich.
dann muss man sagen, ja, das war damals ein anderer Impfstoff, das war der Ganzkeimimpfstoff. Der heutige Impfstoff ist von diesem Impfstoff weit entfernt. Trotzdem hatte ich ja schon einschränkend gesagt, man muss trotzdem nicht gleich mit 8 Wochen impfen, wie ich das überhaupt sehr wichtig finde, dass man das Kind und die Familie beguckt und auch die Situation, die Lebenssituation des Kindes berücksichtigt. Ein Kind, was mit 10 Monaten in die Krippe muss, soll, darf, muss sicherlich ein bisschen forscher geimpft werden als ein Kind, wo die Eltern sagen, wir bleiben erst mal 3 Jahre zu Hause. Und das ist ja das, was auch so ein bisschen meine Botschaft ist, dass wir doch eine individuelle Impfberatung machen müssen. Und der Witz ist, dass die gesamte Rechtsprechung, die Patientenrecht, Gesetzsprechung und so weiter, das sowieso verlangt, dass wir nicht so Pi mal Daumen irgendwie sagen, so nehmen Sie das und dann gehen Sie nach Hause, sondern dass die Patientenrechtsprechung verlangt, dass der Patient über Alternativen aufgeklärt wird, sich eine Zweitmeinung holen kann. Und das geht heute nicht mehr nach dem Motto, dass man einfach sagt, ja, kommen Sie dann wieder und dann buff, gibt es eine Spritze und dann gehen Sie wieder. Das ist einfach vorbei in der Medizin. Aber manche haben das noch nicht so richtig kapiert, und zwar deswegen, weil es in der Kinderheilkunde ja immer um Dritte geht. Ein Patient kann sagen, ich will das nicht. Aber wer kann für das Kind sagen, ich will das nicht? Haben die Eltern das Recht, sozusagen einem Kind eine so wichtige Maßnahme vorzuenthalten? Oder sagt da nicht die Gesellschaft, nein, der gesellschaftliche zum Beispiel Schutz gegen Masern geht so vor, da muss jetzt das individuelle Interesse mal zurückstehen. Das ist eine sehr, sehr heikle ethische Frage, die auch noch nicht zu aller Zufriedenheit richtig diskutiert worden ist. Ich kann nur eins sagen, die gegenwärtige Rechtsprechung, die Patientenrechte verlangen eine individuelle Aufklärung. Ich habe selber auch ein bisschen so ein reisemedizinisches Beratungszentrum bei mir in der Praxis mit einer Gelbfieberimpfstelle für Tropenreisen. Ich habe viele Studenten, die kommen an und der eine will mit dem Rucksack durch Bolivien und der nächste will nach Sri Lanka und der nächste will Trekking auf dem Kilimandscharo. Da muss ich immer individuell beraten. Da kann ich nicht sagen, Liste X und fertig. Und dann muss ich sagen, was genau haben Sie denn vor? Und dann gibt es auch verschiedene Stufen, Risikoabstufungen, dass man sagt, der Backpacker, der muss anders behandelt werden als jemand, der in eine Anlage geht irgendwo, auch wenn es, wer weiß, wo in den Tropen ist. Und da bin ich das sowieso gewohnt, individuell zu beraten. Und deswegen ist das für mich überhaupt gar kein, wie gesagt, überhaupt keine Besonderheit oder kein besonderer Schritt, wenn ich auch in diesen Fällen zu einer individuellen Impfberatung eben tendiere. Mhm. Und nicht sage, STIKO sagt das so, okay, machen wir so, fertig. Mhm. Und wenn Sie das nicht wollen, können Sie woanders hingehen. Das höre ich immer wieder mal von Ärzten und das finde ich im Grunde überhaupt nicht in Ordnung. Man macht sich damit zu leicht. Mhm. Weil wenn sich Empfehlungen ändern und ich sage immer nur, ja, die Erkenntnisse von heute sind die Irrtümer von morgen, damit kann ich nicht so gut leben. Aber viele machen das so in der Medizin. Wenn Sie an die Allergieprophylaxe zum Beispiel denken, vor ein paar Jahren hat man gesagt, oh, mit dem Zufüttern, da warten wir ganz lange, die Kinder sollten dann in 2 Wochen Abstand mal irgendwas Neues bekommen und überhaupt warten wir damit bis Ultimo und schützen die Kinder unter der Käseglocke vor allen den Unbillen, die Nahrungsmittel mit sich bringen. Es hat sich ja inzwischen um 180 Grad gedreht. Und heute sagt man, immer feste Druff, das ist eigentlich die beste Allergieprophylaxe. Und ich kann nicht verstehen, wie man sozusagen mit dieser 180-Grad-Kehrtwendung mit gutem Gewissen eigentlich leben kann, wenn man vor 3 Jahren noch was ganz anderes empfohlen hat. Und ich habe schon immer empfohlen, nur in Klammern, dass Kinder möglichst früh möglichst viele verschiedene Dinge essen sollen. Ich habe einen Teil meines Studiums in Frankreich absolviert und da hieß es immer, ja, das ist für die Geschmacksbildung besonders wichtig, dass die Kinder ziemlich früh ziemlich viele verschiedene Sachen bekommen. Und wir wissen ja nun, dass die französische Küche eben nicht nur aus Karotten und Kartoffeln besteht. Da gibt es ja viele Auberginen und Artischocken. Ja, also insofern habe ich da nachträglich dann auch noch mal recht bekommen. Und ich finde, man muss schon eine gewisse Linie so in seinem Dasein haben und kann nicht immer sagen, jetzt schwenken wir um 180 Grad um und was gestern gut war, ist heute schlecht. Also deswegen, ja, maßvoll. Maßvoll. Genau. Wir müssen ein bisschen auf die Tube drücken. Wir haben viele Fragen. Akku fragt, was ist von den Impfungen zu halten, die die Krankenkasse, also die hatte ich schon, oder? Die man, nee, ja, was ist von den Impfungen zu halten, die die Krankenkasse nicht bezahlt? Zum Beispiel Rotaviren. Man sagt ja oft, alles, was man selber zahlen muss, ist auch nicht unbedingt wichtig.
da wird ein großes Fass aufgemacht mit der Frage im Grunde, nämlich diese sogenannten IGEL-Leistungen oder individuelle Gesundheitsleistungen. Wir haben ja heute das Problem im Gesundheitswesen, dass den Menschen sehr viele Dinge nahegebracht werden, die sie machen sollen, die aber die Kasse nicht zahlt, weil die ja so knausrig ist. Und da hat die Dame schon recht, wenn sie sagt, also was die Kasse nicht zahlt, das ist auch nicht erwiesenermaßen wichtig und notwendig. Das muss man schon ein bisschen unterstreichen. Auch das muss man differenziert sehen. Aber die Rotavirus-Impfung, nur was als Beispiel hier genannt wurde, wird natürlich von den Krankenkassen inzwischen bezahlt. Das war im Anfang mal so, dass es nicht bezahlt wurde. Mhm. Aber wir haben heute auch Impfungen, die angeboten werden und die von den Krankenkassen nicht bezahlt werden. Mhm. Zum Beispiel die Meningokokken-B-Impfung, die ja zum Teil auch sehr invasiv beworben wird. Okay, Jessica fragt, ist es überhaupt zu verantworten, das Kind gar nicht impfen zu lassen? Die Frage ist auch wieder schwer zu beantworten, weil es natürlich von den Lebensumständen des Kindes und auch von dem Druck, den die Umgebung macht, abhängt. Die öffentlichen Einrichtungen sind schon gehalten, dafür zu sorgen, dass die Kinder gegen die ansteckenden Kinderkrankheiten, und der Begriff wird heute sehr weit gefasst, geschützt sind. Ich sage deswegen sehr weit gefasst, weil die Windpocken zum Beispiel erst seit ganz kurzer Zeit zu einer meldepflichtigen, schlimmen Erkrankung hochgestuft worden sind. Vor ein paar Jahren hat man mit Windpocken noch wunderbar gelebt und hat gesagt, Windpocken gehören dazu zum Großwerden. Aber heute, es hat sich eigentlich nichts verändert. Es ist nicht gefährlicher geworden? Nein, es ist nicht gefährlicher geworden. Die Sichtweise ist eine andere. Aber das hat auch mit der allgemeinen Haltung der Bevölkerung zu tun, eben doch eine sehr, sehr große Angst vor Seuchen und vor Krankheiten zu haben. Und die Ansprüche für die Planbarkeit des Alltages sind heute sehr hoch. Wenn ein Kind zwei Tage vor Mallorca-Urlaub an Windpocken erkrankt, dann ist der Urlaub nun mal hin. Mhm. Und da hat man ja seine ganze Arbeit und alles drauf eingerichtet. Das geht dann nicht. Oder wenn eine Windpockennarbe auf der Nasenspitze ist für eine junge Frau, mag sie es auch nicht so gerne haben vielleicht. Also das sind mehr so, ja doch, wie soll man sagen, kosmetische Dinge, die da eine Rolle spielen, aber eben einfach gesellschaftliche Dinge. Und obwohl ich überhaupt kein Freund dafür war, die Windpockenimpfung einzuführen seinerzeit, mache ich es inzwischen bei Kindern, die in Gemeinschaftseinrichtungen sind, doch. Und zwar auch schon deswegen, weil die anderen Eltern nämlich auch dann den Leuten Vorwürfe machen und sagen, hier, mein Kind hat jetzt Windpocken gekriegt, weil du dein Kind nicht geimpft hast und so weiter. Und da sind ja auch gegenseitige Schuldzuweisungen da. Die Eltern, die jungen Mütter, die heute abhängig sind davon, dass ihr Kind betreut wird, und wenn dann die Betreuung, wenn das nicht geht, weil eben Kinder krank sind, ein Schmierauge haben, sonst irgendwas, dann gibt es auch mal sehr schnell dann Schuldzuweisungen und einfach schlechtes Klima. Und dann sind es eben jetzt auch inzwischen meldepflichtige Erkrankungen geworden, die Windpocken. Und deswegen muss ich schon sagen, dass ich mich so ein bisschen zähneknirschend dann auch dazu bereit erkläre, Kinder gegen Windpocken zu impfen. Zumal man es ja auch nicht mehr kriegt, weil es ja nicht mehr umläuft. Genau. Das ist eben auch natürlich so ein bisschen der Trick in Anführungszeichen. Einmal impfen, immer impfen. Das ist eine Klientel, die nie verloren geht. Das muss immer weitergehen. Wenn man einmal damit angefangen hat, muss weitergehen über die Generationen hinweg. Bei Pocken war das eine besondere Situation, dass man eben die Pockenimpfung ausgesetzt hat, nachdem die Pocken ausgerottet waren, weil man eben wusste, die Impfung ist gefährlich, die bringt Kinder um. Und deswegen hat man die ja ausgesetzt. Obwohl die Gefahr natürlich jetzt da ist, die Bevölkerung ist ungeschützt, wenn jetzt jemand in einem bioterroristischen Angriff Pocken über die Bevölkerung streuen würde, wäre die junge Bevölkerung ungeschützt. Mhm. Wir alten Leute könnten dann sagen, naja, wir haben es ja doch gekriegt, die Pockenimpfung. Ja. Und dann werden natürlich ganze Horrorszenarios aufgebaut, was dann passiert. Da gab es Schulungen, wie dann die Feuerwehrleute und alle, die sozusagen dann retten müssen, wie die dann alle notfallmäßig geimpft werden sollen und so weiter. Wurden also riesige Szenarien entwickelt, die dann aber Gott sei Dank nicht zum Tragen kommen. Aber so ein System ist verletzlich. Da muss nur einmal zu sagen, naja, da könnte ja vielleicht irgendwo jemand mal so ein Pockenvirus verstreuen. Und dann ist natürlich Panik überall. Aber ist es nicht bei den Windpocken in den ersten zwei Lebenswochen eines Säuglings, kann es gefährlich sein? Und wenn jetzt... Wenn die Mutter sie nicht gehabt hat, dann ist es tatsächlich ziemlich gefährlich. Und deswegen wäre es absolut notwendig, dass junge Frauen, wenn die keinen Windpocken gehabt haben, gegen Windpocken geimpft werden. Mhm. Aber junge Frauen, das weiß ich nur aus der eigenen Praxis, die im gebärfähigen Alter sind,
die haben natürlich auch sonst die Infektionsrisiken für eine Schwangerschaft, gegen die man nicht impfen kann. Ich denke zum Beispiel, ja, Scharlach ist jetzt kein besonders großes Risiko, aber zum Beispiel die Ringelröteln-Infektion, Parvo-B19-Infektion, die Zytomegalie-Infektion. Und ich habe jetzt gerade eine Mitarbeiterin von mir, die jetzt eben schwanger ist, die musste ich sozusagen ein Beschäftigungsverbot erteilen, weil ich kann das nicht verantworten im Grunde, wenn sie nicht dagegen geschützt ist, sie mit diesem Infektionsrisiko auszusetzen. Und das heißt, wir können sowieso nicht gegen alles impfen und es bleibt immer ein Risiko bestehen. Und wenn wir uns darauf verlassen, wir haben doch alles gemacht und die Kinder werden trotzdem krank, ist ja die Enttäuschung auch so groß. Die Enttäuschung der Eltern ist riesengroß, wenn man alles brav gemacht hat und dann kommen die in die Kita und sind ein halbes Jahr dauerkrank. Mhm. Weil man hat doch alles geimpft. Und es sind ja auch nicht die Krankheiten, gegen die man hätte impfen können. Es sind halt Rotze und Kotze und alles, was dazugehört. Das heißt, wir müssen im Grunde da schon ein bisschen eine gelassenere Haltung entwickeln, was überhaupt den Umgang mit Krankheiten angeht. Okay, machen wir weiter. Katja fragt, wir sind uns bezüglich des Impfens sehr unsicher und fragen uns, was macht Sinn und gegen was sollte man impfen? Und schrecken vor allem die Inhaltsstoffe ab. Das hatten wir vorhin schon gestreift. Ja, das kann ich im Grunde nur sagen, was ich dazu schon bereits gesagt habe, dass es tatsächlich eben eine schwierige Entscheidung ist, wann man was impft. Um es ganz konkret zu machen, ist es so, dass ich in aller Regel schon dazu rate, so je nach zukünftiger Betreuungssituation, spätestens wenn die Kinder anfangen rumzukrabbeln und ein Verletzungsrisiko da ist, dass man sagt, na gut, dann sollte schon eben Tetanusschutz da sein. Und wenn Tetanusschutz da sein soll, aus geschilderten Gründen würde ich dann auch gucken, dass man dann den kompletten Schutz macht. Also ab einem halben Jahr habe ich da gar kein Problem eigentlich mit meinem sonst gut entwickelten, gesunden Kind. Mit dem 2 plus 1 Schema. Und zwar mit diesem reduzierten Schema, was dann schon möglich ist. Hepatitis B ist ja auch mal so eine Frage. Da fragen die Eltern natürlich mit Recht, warum soll ich denn mein Baby gegen Hepatitis B impfen lassen? Ich bin doch selber in der Schwangerschaft getestet worden und ich habe es ja nicht. Und woher soll mein Kind denn das bekommen? Das ist für wahr so, dass Hepatitis B eigentlich bei Säuglingen nicht geimpft werden muss. Warum ich es aber trotzdem meistens rate, ist, weil meine Erfahrung in den ganzen Jahren die ist, dass die Jugendlichen oder auch schon die älteren Schulkinder, dass die eben überhaupt gar nicht kommen erst zum Impfen. Das heißt, wenn ich das vorhabe, einen Jugendlichen zu impfen, dann kommt er einmal und dann sagt er nein, danke und kommt nicht wieder. Mhm. Und dann kann man eben so ein Impfprogramm auch nicht so durchziehen. Jetzt kann man sagen, gut, ist nicht so schlimm, man muss ja nicht jeder gleich irgendwie im Drogenmilieu landen. Trotzdem wollen wir schon ganz gern, dass die Jugendlichen geschützt sind, weil wir nicht wissen, was die so vorhaben im Rest ihres Lebens. Und da ist es einfacher, wenn man das dann einmal auffrischt, das kriegt man noch hin, und hat eben schon als Baby grundimmunisiert. Insofern, das ist ein bisschen, ich denke da ein bisschen weiter und nicht über den Säugling hinaus. Mhm. Und das ist ja auch die Erfahrung, die ich in den vielen Jahren jetzt gemacht habe, dass die später, wenn die Vorsorgen sich ein bisschen mehr strecken, man auch nicht mehr so viele Gelegenheiten hat, solche Impfungen dann wirklich einigermaßen ordnungsgemäß zeitgerecht durchzuführen. Mhm. Weil da gibt es ja keinen Vorsorgetermin mehr, wo man wiederkommt. Und gerade für die Schulkinder ist das ja der Horror, gepiekst zu werden. Und wenn man das richtig macht, muss man ein Schulkind auch überhaupt nicht pieksen. Wir können dann mit 6 Jahren bei der Einschulung die Tetanusauffrischung machen. Die nächste Impfung ist erst mit 16 Jahren wieder dran. Mhm. Das sage ich auch nochmal ganz dezidiert, weil viele mit 11, 12 schon dann nochmal diese Auffrischung machen. Das ist überhaupt nicht nötig. Das reicht dann nach 10 Jahren. Wenn man die Schulkinder bei der Einschulung nochmal impft, wenn man sie grundimmunisiert hat, dann bei der Einschulung und dann mit 16. Das reicht aus. Und in skandinavischen Ländern ist sowieso dann Schluss. Dann sagt man erst mit 60 wieder. Ach so. Bei uns, die STIKO sagt alle 10 Jahre, das ist aber auch ein bisschen übertrieben. Selbst die Weltgesundheitsorganisation sagt, wenn jemand im Leben 5-mal gegen Tetanus geimpft worden ist, dann hat er genug. Mhm. Dann kann man vielleicht mit 60, wenn das Immunsystem dann wieder sich abschwächt, nochmal überlegen. Aber das ist jetzt eine andere Altersgruppe. Ja, genau. Jenny fragt etwas, was wir tatsächlich noch nicht besprochen haben. Was halten Sie von der neuen Meningokokkenimpfung? Ja, mit der neuen Meningokokken-Impfung nehme ich dass die Meningokokken-B-Impfung gemeint ist. Genau. Also Meningokokken sind Erreger, die eine Hirnhautentzündung machen können, aber auch eine schwere Allgemeininfektion, wie ich vorhin schon sagte, eine Sepsis. Und bei den Meningokokken-Sepsis, Blutvergiftung, ist es besonders schlimm, weil das eine sehr, sehr, sehr futuriante, also sehr ganz schnell zum Tode führende Infektion
Krankheit sein kann. Und das ist immer sehr gefürchtet und hochdramatisch, wenn sowas passiert. Es ist aber ein sehr seltenes Ereignis und die Zahlen sind auch in den letzten Jahren stark rückläufig, ganz unabhängig davon, ob geimpft wird oder nicht. Es gibt da verschiedene Stämme. Es gibt den Stamm C, gegen den wir schon länger impfen. Die Impfung macht in Deutschland auch, ja, das ist auch ein sehr fauler Kompromiss, warum die Impfung bei uns eingeführt worden ist mit einem Jahr. In manchen Ländern, in Spanien oder in England, gab es doch größere Probleme mit diesen Meningokokken-C-Infektionen. Deswegen hat man die Säuglinge dann geimpft und werden heute noch die Säuglinge gegen Meningokokken-C geimpft. Bei uns hat man dieses Problem nicht so gesehen. Aber ganz drauf verzichten wollte man irgendwie auch nicht und hat dann das gesagt, gut, mit einem Jahr machen wir das. Damit hat man aber die Säuglinge nicht geschützt. Und für die Jugendlichen, wo es ein zweiter Erkrankungsgipfel ist, da kommen wir zu früh, da reicht dann der Impfschutz nicht mehr. Deswegen wird in Amerika nochmal eine Impfung bei den Jugendlichen gemacht. Also das ist so ein bisschen ein fauler Kompromiss. Mhm. Die Meningokokken-B-Impfung, auf die jetzt da angesprochen wird, das ist eine Meningokokken-Infektion dieses Stammes B, die im Grunde viel häufiger ist bei uns als die Meningokokken-C. Und deswegen sagen viele, also C sehen wir nicht so richtig ein, wir brauchen was gegen B. Mhm. Aber dieser Impfstoff ist nach einem ganz neuen Prinzip entwickelt worden. Er muss eben auch nach dem 3+1-Schema geimpft werden. Und diese Impfung wird bislang nicht von der STIKO empfohlen. Es gibt ein paar spezielle Indikationen, wann man diese Impfung vornehmen lassen kann. Die ist doch relativ nicht so gut verträglich. Und was bei allen Impfungen eigentlich interessant wäre, wäre eine Zahl, nämlich wie viele Kinder muss ich eigentlich impfen, um einen Krankheitsfall zu verhindern. Und wenn man sagt, ungefähr 50.000 Kinder muss ich impfen, um einen Todesfall zu verhindern, dann muss man natürlich überlegen, was ist denn jetzt mit diesen 50.000 eigentlich? Wie viele davon und wenn nur ein Promille davon jetzt irgendwelche schwereren Folgen hätte? Das wären immerhin ja 50 Kinder dann, ein Promille, jedes Tausendste. Mhm. Ja. Und das ist eine ganz schwere Abwägung, der Güterabwägung. Was ist das jetzt wert sozusagen? Und diese Zahl, die wüsste ich gerne für alle Impfungen. Wie viele Kinder muss ich eigentlich impfen, um einen Todesfall zu verhindern? Mhm. Aber die Zahlen kann man heute gar nicht mehr erheben, weil wir gar nicht wissen, wie schlimm Krankheiten heute sind, gegen die wir impfen. Zum Beispiel bei Masern ist es so, als die Masernimpfung in den 60er Jahren eingeführt worden ist, da ging es ähnlich wie bei der Windpockenimpfung, dass die Kinderärzte damals gesagt haben, Masern, das können doch alle. Das sehen wir eigentlich gar nicht ein, dass wir da eine Impfung brauchen. Das kann ich nachweisen. Das wurde damals diskutiert. Heute wird eben, weil dies eine hoch ansteckende Krankheit ist und weil tatsächlich in armen Ländern Kinder an Masern nicht nur sterben, sondern auch zum Beispiel erblinden, weil in armen Ländern, wenn Vitamin-A-Mangel und Masernerkrankung zusammenkommt, dann können die Kinder daran erblinden. Das ist die häufigste Ursache für Erblindung von Kindern in armen Ländern. Lange Rede, kurzer Sinn, was ich sagen möchte, ist, wir wissen gar nicht, wie Masern bei uns wirklich aussehen im Moment. Mhm. Aber wir haben auch eine ganz neue Situation dadurch, dass unsere Elterngeneration, die Mütter, auch selber nur geimpft worden sind und keinen so guten Nestschutz mehr haben. Und dadurch haben wir jetzt Erkrankungsfälle von Säuglingen mit zum Teil wirklich schweren Folgen. Und das haben wir früher nicht gesehen. Sodass sich ja auch das ganze Krankheitsspektrum sehr gewandelt hat. Das nennt man eben so Morbidität im Wandel und das ist ein sehr wichtiges Thema, weil ein Erreger an sich und die daraus resultierende Erkrankung, das ist nichts Statisches, das ist was ganz Dynamisches. Wir sehen das zum Beispiel bei den Streptokokkeninfektionen, der Scharlach, früher ganz gefürchtete Krankheit wegen Beteiligung Herz, Niere, Gelenke. Heute sehen wir so milde Scharlachverläufe, dass wenn wir eine Impfung dagegen gehabt hätten vor 30 Jahren, würden wir sagen, na klar, es war die Impfung, jetzt sehen wir das ja gar nicht mehr so richtig so schlimm. Aber wir haben keine Impfung gegen Streptokokken. Insofern wissen wir nicht genau, was wir tun, weil wir keine Gruppe mitführen, keine Kohorte haben, die sozusagen als Parallelgruppe ungeimpft nebenher läuft. Und deswegen können wir das im Grunde wirklich überhaupt nicht sagen, wie die Krankheiten heute wären und was wir zu vergegenwärtigen hätten. Weil ich gehöre auch zu einer Generation, die eben Masern gehabt hat, die wird dann immer gesagt, ja, die Alten, die sagen dann immer, naja, was uns nicht umbringt, macht uns nur noch härter. Klar, die überlebt haben, das sind die man jetzt sieht. Und die sagen, ja, wir haben es doch gehabt. Aber trotzdem wird das heute schon aus den vorhin schon genannten gesellschaftlichen Gründen doch alles sehr, sehr übertrieben, was so die Gefährlichkeit
angeht von manchen Erkrankungen. Hier noch ein gefährliches Thema. Svenja fragt, kann die Pertussis-Impfung das Risiko von plötzlichem Kindstod reduzieren? Also Keuchhusten. Also ein plötzlicher Kindstod durch Keuchhusten ist kein plötzlicher Kindstod, weil der plötzliche Kindstod dadurch definiert ist, dass es ein unerklärter, ungeklärter Todesfall ist. Mhm. Und wenn eine Keuchhustenerkrankung vorliegt, dann ist es letztlich kein klassischer plötzlicher Kindstod, sondern eben eine Apnoe oder ein Atemstillstand bei Keuchhusten. Insofern muss man gucken, dass man das ein bisschen auseinanderhält. Die Hauptursache für den plötzlichen Kindstod sind Faktoren, die man sehr schlecht ändern kann. Das sind psychosoziale Notlagen, das ist Rauchen, nicht stillen, zu warm anziehen, schlechtes Raumklima und auch die Bauchlage. Aber die Bauchlage spielt meines Erachtens nicht so die Rolle, die ihr zugeschrieben wird. Was bei der Bauchlage wichtig ist, die Bauchlage ist eine Lage, in der das Kind sich nicht schützen kann gegenüber Wärmung. Vor allen Dingen früher, wo die Kinder gerne in so ein Fell gelegt wurden, dann lagen die in so einer Kuhle. Und dann gab es eben gerne einen Wärmestau. Und dann hat man, da legt die Kinder auf den Rücken, dann können sie die Arme rausstrecken und dann passiert das eben auch nicht. Aber den einzigen Faktor, den wir mit einer Handbewegung ändern können, von all den genannten Risikofaktoren, ist eben die Lage. Und deswegen fahren alle so auf die Bauchlage. Ja, kein Problem, 180 Grad, Problem erledigt. Und das ist natürlich eine ganz grobe Vereinfachung. Also das heißt, so wie die Frage gestellt wird, ich kann es nicht sicher sagen, ist nur per Definition, ist ein plötzlicher Kindstod etwas, was ungeklärt ist. Und ein Keuchhusten, Erkrankung mit einem Atemstillstand, ist dann eben kein ungeklärter plötzlicher Kindstod mehr. Aber es gibt es natürlich, und das ist ja der Grund, warum das bei jungen Säuglingen so gefürchtet ist, der Keuchhusten. Aber da nützt die Impfung ja auch nicht, die kommt ja zu spät. Was wir machen müssen, wenn wir bei erwachsenen Frauen Tetanus auffrischen, dann sollten wir Keuchhusten mitimpfen, weil in der Kombination, wie ich es vorhin erwähnt habe. Nur bei den Frauen oder eigentlich Großeltern, Vätern? Auch bei allen Menschen im Grunde. Wenn man impft, wir wissen übrigens, dass der Keuchhustenschutz, dass der höchstens 3-4 Jahre anhält. Das heißt also, wir werden den damit auch nicht ausrotten, den Keuchhusten. Und einen Einzelimpfstoff gibt es nicht. Jetzt kann man sich fragen, warum gibt es denn keinen? Das ist eine ganz berechtigte Frage. Ja, weil die Pharmaindustrie keinen herstellt. Warum stellt sie keinen her? Ja. Große Frage. Müssen wir mal die STIKO-Mitglieder fragen. Nicht lukrativ genug vielleicht. Ja. Svenja fragt, ist es für meinen Kinderarzt möglich, Alternativimpfstoffe mit weniger schädlichen Zusatzstoffen, zum Beispiel aluminiumfreie Impfstoffe, zu beschaffen? Und woher bekommt der Arzt diese? Also so diese derzeit zugelassenen Impfstoffe für die Grundimmunisierung bei Säuglingen, das sind im Grunde nur zwei, nämlich dieser 5-fache Impfstoff und der 6-fache Impfstoff. Und die sind so, wie sie sind. Wir können uns das nicht aussuchen, was wir impfen, sondern wir können nur das impfen, was uns die Industrie vorgibt. Es ist so, vielleicht sollte man denken, dass Impfstoffe so hergestellt werden, wie die Bedürfnisse formuliert werden von den Ärzten. Dass die Ärzte sagen, wir brauchen aber jetzt das. Und dann wird es auch gemacht, aber so ist es gar nicht. Sondern die Industrie stellt uns Sachen zur Verfügung und sagt so, jetzt macht mal. Zum Beispiel beim HPV-Impfstoff war das auch so der Fall. Es war nicht so, dass die Ärzte händeringend geschrien hätten, wir brauchen eine Impfung gegen Gebärmutterhalskrebs. Sondern der wurde entwickelt, er wurde zugelassen bei der Europäischen Arzneimittelbehörde. Ja, und wenn er zugelassen ist, entwickelt ist, dann muss halt ein Markt jetzt dafür geschaffen werden. Und so haben wir sehr wenig Mitspracherecht bei dem, was eigentlich wir gerne hätten, was geimpft werden soll. Ich glaube nicht, dass Pädiater von sich aus gesagt hätten, wir brauchen unbedingt einen Rotavirus-Impfstoff. Aber der wurde halt angeboten, dann wurde er zugelassen. Wenn er zugelassen ist, dann kann er eben auch genommen werden und dann wird er auch genommen werden. Passend zur HPV-Impfung fragt Maren, wie sinnvoll ist diese Impfung? Ja, das ist auch eine sehr schwierige Frage, weil... Vielleicht sollten wir da kurz sagen, dass das keine von den Impfungen sind. Nein, das ist keine Babyimpfung, nein. HPV, um das nochmal zu sagen, das ist wie das humane Papillomavirus, also die Impfung gegen Gebärmutterhalskrebs, die ich schon gerade vorhin erwähnt habe. Das ist also keine jetzt Babyimpfung im engeren Sinne. Diese Impfung wird ja mit sehr, sehr großen und auch sehr unseriösen Werbeaktionen jungen Damen beigebracht. Da gibt es bei uns im Kino so Schminkaktionen und dann Informationsveranstaltungen von der Industrie. Das Dumme ist, wir können das ja gar nicht genau wissen, ob die tatsächlich den Gebärmutterhalskrebs wirklich
irgendwann mal noch seltener macht, als er ohnehin schon ist. Er ist nämlich sehr stark rückläufig in Deutschland, weil wir sogenannte Surrogatparameter haben. Das heißt, wir gucken nicht nach 30 Jahren nach, weil es noch gar nicht so lange den Impfstoff gibt. Wie ist das jetzt mit dem Gebärmutterhalskrebs? Sondern wir gucken eben nach 3 Jahren nach, sind irgendwelche Veränderungen, die möglicherweise hinterher Gebärmutterhalskrebs machen können, sind die vorhanden? Was eben wichtig bei der HPV-Impfung ist, sie spart keine einzige Vorsorgeuntersuchung. Und der Schuss kann nach hinten rausgehen, wenn die jungen Damen sagen, ja warum, ich bin doch geimpft, da brauche ich doch nicht zum Frauenärztin, zum Frauenarzt zu gehen, da gehe ich ja eh nicht so gerne hin. Das heißt, dann wäre es genau ganz falsch. Mhm. Dann hätte man sogar vielleicht sogar noch mehr Gebärmutterhalskrebs. Also insofern muss man das immer als Programm sehen. Also das heißt, eingebettet in ein Gesamtkonzept. Und dieses Gesamtkonzept, das gibt es eben nicht. Mhm. Eine Impfung, über die wir auch noch nicht so viel gesprochen haben, ist die Masern-Mumps-Röteln-Impfung. Mhm. Elena fragt, wieso ist die Masern-Mumps-Röteln-Impfung so gefährlich? Ist sie denn so gefährlich? Im Unterschied zu den Impfstoffen, die wir bis jetzt besprochen haben, ist die Masern-Mumps-Röteln-Impfung eine Lebendimpfung. Das heißt, es werden abgeschwächte Erreger gegeben, mit denen der Körper sich aktiv auseinandersetzt. Und je nachdem, wie der Körper gerade drauf ist, kann es auch mal eine heftige Erkrankung machen, eine sogenannte Impfmaserreaktion. Das ist eigentlich gar nicht so schlimm, weil dann weiß man, der Körper hat sich aktiv damit auseinandergesetzt, dann ist auch eine gute Immunisierung da. Insofern ist das erstmal grundsätzlich nicht schlimm und man muss den Eltern das nur sagen, damit sie nicht Schreck kriegen, wenn man jetzt eine Woche vor Weihnachten die Masern-Mumps-Röteln-Impfung macht und dann Heiligabend das Kind 40 Fieber hat. Das wäre schon fair, dass man das vorher sagt, dass es so eine Impfmaserreaktion gibt und die ist im Unterschied zu den anderen Impfungen eben nicht am selben Tag oder am Folgetag, sondern eben 10, 14 Tage später und sie kann etwas unübersichtlich sein, weil wir ja 3 Komponenten haben. Grundsätzlich ist sie nicht gefährlich, außer dass es eine Lebendimpfung ist, die bei einem geschwächten Immunsystem sehr heftig ausfallen kann oder bei bestimmten Situationen sogar verboten ist. Zum Beispiel, wenn jemand jetzt eine Immunsuppression hat, Krebs hat oder irgendwas, da darf ich keine Lebendimpfung machen. Aber im Prinzip ist das eine, in Anführungszeichen, für mich gute Impfung. Und zwar deswegen, die ist frei von solchen Adjuvantien, weil die würden ja kaputt gehen, die Impfviren, wenn wir da irgendwie tolle Sachen reinmachen. Die sind ja sehr empfindlich. Mhm. Und das sind von daher also eine, in Anführungszeichen, gute Impfung, weil sie eine aktive Auseinandersetzung macht, weil sie eine gute Immunisierung macht und eben auch eine ganz gute Schutzwirkung hat, sofern sie angeht. Und das ist der Punkt, dass wir das ja nicht so ganz genau wissen. Und warum wir die Impfung zweimal machen, das liegt nicht daran, wie bei diesen anderen Impfungen, dass wir bestimmte Abstände zum Erinnern des Immunsystems, zum Boostern haben müssen, sondern das liegt dann daran, dass eben die Impfung manchmal nicht angeht. Entweder war der Impfstoff warm geworden oder der Körper hat einfach keine Lust gehabt, das jetzt sich damit auseinanderzusetzen. Es ist ja so, diese Denke, diese sehr mechanische Denke, da kommt ein Erreger, der macht eine böse Krankheit und dann ist es das. Das stimmt ja nicht. Sondern die Empfänglichkeit des Organismus und die, man sagt Gefährlichkeit, die Virulenz des Erregers, das sind ja 2 verschiedene Paar Stiefel. Also bei dem einen kann es sein, dass die Masernimpfung eben überhaupt nichts macht und der andere kann aber tatsächlich 40 Fieber davon kriegen. Was nicht schlimm ist übrigens. Trotzdem muss man sich fragen, ist es ethisch vertretbar, dass ich jetzt ein Kind, was hier fröhlich mich anlacht, piekse und dann kriegt es eine Woche später 40 Fieber. Das machen wir, weil wir eben sagen, Masern sind so hoch ansteckend und die machen so die Runde und die können auch mal so schlimm sein, dass wir das glauben, vertreten zu können. Aber das sind im Grunde schwierige ethische Entscheidungen, die man da fällen muss. Aber jedenfalls ist die Masernimpfung, würde ich mal sagen, schon besser als ihr Ruf. Weil viele Eltern wollen ja diese Babyimpfung machen, aber bei der Masernimpfung oder bei den Kinderkrankheiten, nee, das wollen wir aber nicht. Das finde ich eigentlich nicht so gerechtfertigt, weil durch dieses Fehlen der Adjuvantien und durch das Fehlen von solchen unklaren immunologischen Vorgängen, wie das bei diesen Totimpfstoffen ist, ist das eigentlich in Anführungszeichen eine gute Impfung. Und was mich höchstens stören würde, dass es eben in der Dreierkombination ist, weil das gefällt mir eigentlich gar nicht, dass man 3 Lebendimpfungen zusammengibt. Wir haben früher mal gelernt, wenn man sich mit einer Krankheit auseinandersetzt, dann werden unspezifische Immunmechanismen in Gang gesetzt, dass keine zweite Krankheit in der Zeit sozusagen auftritt. Da gibt es auch alte Untersuchungen dazu, die heute aber irgendwie ignoriert werden. Das scheint zu klappen. Der Trick ist halt der, man hätte niemals
eine Rötelnimpfung oder eine Mumpsimpfung sozusagen durchgekriegt bei unserer Bevölkerung, wenn man es nicht kombiniert hätte. Mhm. Ja. Was ich nicht mache bei der ersten Impfung, auch noch Windpocken dazu. Mhm. Sondern das impfe ich dann immer extra, in der Hoffnung, dass die anderen Komponenten dann schon angegangen sind, wenn ich dann Windpocken impfe. Und die Windpocken müsste man sowieso extra impfen? Die sind bei dem es gibt auch eine Vierfachkombination. Okay. Und da gibt es auch eine Kuriosum, dass nämlich die Vierfachkombination für die Grundimmunisierung dann eben nicht zugelassen war, weil es da häufiger Fieberkrämpfe gibt, sondern, und das ist eine ganz komische Denke, die dahinter steckt, man soll die Dreifachimpfung und die Windpocken getrennt impfen, aber am gleichen Tag. Und das finde ich eine ganz große Absurdität. Deswegen handhabe ich das so, dass ich das niemals kombiniere bei der Erstimpfung. Bei der Auffrischung. Gibt es Untersuchungen, dass es dann weniger Fieberkrämpfe gibt? Ja, es scheint mir völlig unlogisch. Und halt einfach, es ist eine aktive Auseinandersetzung, es landet im selben Organismus und es ist ein Piekser mehr. Also das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, diese Empfehlung. Ja. Wir kommen schon langsam zum Ende. Diana fragt uns, sollte geimpft werden, wenn man unsicher ist? Das ist die große Frage. Das kommt auf die Art der Unsicherheit an. Ja. Wenn man verunsichert ist durch wenn man einen großen Glauben hat, dass unser Medizinsystem, so wie es ist, eben sehr gut ist und dass diese Empfehlungen, so wie sie gemacht werden, nach bestem Wissen und Gewissen und völlig frei von Interessenskonflikten und wirklich nur dem Wohl der Bevölkerung dienen, gemacht werden, dann sollte man alles so impfen, wie das die STIKO vorsieht. Denn wenn man jetzt natürlich Angst vor den Impffolgen oder solchen Sachen hat, dann kann man sich dann schon auch ein individuelles Vorgehen erlauben. Es hängt also davon ab, welche Art die Angst ist. Ob die Angst eben die ist, nicht alles richtig zu machen, irgendwas falsch zu machen, oder ob die Angst da ist, durch die Impfung eben möglicherweise Krankheiten zu erzeugen. Aber ich glaube, die Angst, was falsch zu machen, ist ja auch nicht so, ist ja auch vorhanden, ist ja auch, auch eine wichtige Angst. Die Eltern wollen ja alles richtig machen und gut machen. Insofern müsste man dann im Gespräch klären, wovor sie jetzt Angst hat, was jetzt die Ängste sind, die dahinter stehen. Was ich eine spannende Sache finde, ist bei Zeckenimpfungen, dass Eltern ja oft in die Praxis kommen und eine Zeckenimpfung fordern, aber ich glaube einfach, weil sie diese Viecher so eklig finden. Ja, und weil sie natürlich in den Apotheken diese Monsterzecken in den Schaufenstern sehen, jedes Mal zur Saison. Wenn Eltern kommen zu mir und sagen, ich möchte eine Zeckenimpfung haben, dann gucke ich die mal ganz erstaunt an und sage, Zeckenimpfung haben wir nicht. Es gibt keine Zeckenimpfung, sondern es gibt eine Impfung gegen bestimmte Erkrankungen, die Zecken auslösen können. Das ist FSME vor allen Dingen in unseren Breiten. Und ja, das ist im Grunde auch wieder natürlich ein großes Fass, was wir jetzt hier aufmachen, was aber nicht diese Altersgruppe eigentlich der Säuglinge betrifft. Also es gibt keine Zeckenimpfung, Punkt. Punkt. So. Genau. Es gibt eine Impfung gegen FSME, die unter bestimmten Umständen sinnvoll sein kann. Aber auch da ist es gefährlich, wenn man sagt, bin ja gegen Zecken geimpft, deswegen muss ich jetzt auch die nicht sofort wegmachen lassen, weil ja viel häufiger als diese FSME-Erkrankung die Borreliose-Erkrankung ist. Und die Borreliose-Erkrankung kann man nur dadurch vorbeugen, dass man Zecken möglichst rasch entfernt. Die muss nicht vollständig entfernt sein. Die Erreger sitzen im Darm, wenn der Kopf drin hängen bleibt, macht nichts, überhaupt nicht schlimm, der fällt ab, aber die Erreger sitzen im Darm, der muss sozusagen weg. Und deswegen sollten die Eltern nicht aus lauter Angst warten, bis sie dann irgendwo einen Doktor finden, der ihnen die Zecke wegmacht, sondern sollten die Zecke einfach entfernen und gut ist und die Bissstelle beobachten. Mhm. Und sich vor allen Dingen nicht darauf verlassen und sagen, ich habe ja gegen Zecken geimpft, das macht ja nichts. Ja, genau. Und deswegen ist dieser Begriff Zeckenimpfung, da sage ich, wie gesagt, immer, nö, gibt es nicht, haben wir nicht. Mhm. Nicht in unserem Portefeuille. Schön, wir sind schon am Ende angekommen. Danke, Herr Dr. Nolte, dass Sie da waren, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Danke für eure vielen Fragen und fürs Zuschauen. In ein paar Stunden könnt ihr den Videostream hier nochmal anschauen. Es ist heute das letzte Webinar der Reihe Babywissen. Ihr könnt euch aber alle vier Webinare nochmal anschauen hier auf der Lit Lounge zu den Themen Stillen, Geburt, Schlafen und jetzt ganz neu dazu auch Impfen. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.